Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Sick World Nr. 14. Ja, wir waren glaube ich hier stehen geblieben, was heißt glaube ich? Ich weiß ja, dass wir stehen geblieben sind, weil wir abgespeichert haben, mein Gott. Ja, ein Level mit Secret Exit. Mal gucken, was Sick sich hier schon wieder so Schönes überlegt hat. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ah, hier kann man schon mal rein. Aha, und hier sind gewisse Blöcke, die man ausschalten kann. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Ja. Zack. Zack und Hilfe. Boinks. Zack. Und rüber mit dir. Mal gucken, wo sich entsprechend das Switch findet. Ja, und ich vermute mal, das Secret Exit wird zum roten Switch führen. Einfach, weil hier schon gewisse rote Blöcke, die nicht ausgefüllt sind, sich befinden. Ja, zack. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sig einfach irgendwelche Blöcke an Stellen platziert, wo man sie noch gar nicht haben kann. Jedenfalls kann es jetzt lustig werden, die Stelle zu suchen, wo man da irgendwie den Switch betätigen kann. Aber, wenn man hier eine Feder kriegt, dann ist doch eigentlich anzunehmen, dass man hier irgendwie fliegen muss. Ich werde das zumindest mal probieren. Ob Fliegen irgendwelche Resultate bringt, man weiß ja nicht. Was mir schon mal nicht so gefällt, ist, dass da man da nicht nach oben scrollen kann. Kann man vielleicht übers Ziel hinwegfliegen oder sowas? Ist da vielleicht was? Weiß ich nicht. Und wenn man in irgendeine Schlucht runter muss, dann fände ich das kacke übrigens. Oder man kann hier irgendwo raus. Also hier irgendwo weg, sodass da irgendwie so ein Stein da durchlässig ist. Aber das scheint auch nicht so zu sein. Hier kann ich auch nicht wieder raus, ha. Aber das ist jetzt die verlässlichste Secret-Exit-Spur, die ich so momentan finde. Ansonsten weiß ich nicht, was theoretisch noch sein könnte. Zack. Oh Gott, Hilfe. Ach Mann. Leute, ich kümmere mich irgendwie später drum, beziehungsweise guck nach, wo das ist. Ich habe keine Lust, irgendwie das zu suchen, momentan. I am lustless. Falls es dieses Wort gibt, lustless. Zack. So, zweite Feder. Ja, das habe ich mir doch gleich gedacht. Wollte nur mal kurz testen, ob sich dieser Verdacht auch bestätigt. Deswegen sicher ist sicher. Zack. Oh, Gottchen. Das ist doof. Hui, hui. Hui. Ja, da hat die Shell das Teil wunderbar abgewehrt. Ach, nee. So ein Viech machen wir doch hoffentlich jetzt nicht in Gar aus. Oh, dann warten wir schön und dann... So. So einfach ist das. Okay, und hier ist schon das Ende. Gut so. Ha. Aber hier muss doch irgendwas sein. Okay, hier ist schon mal nichts.
Aber ich habe jetzt. Ich habe jetzt eigentlich wirklich keinen Bock, jede Schlucht abzusuchen, ob da was sein könnte. Also die Feder führt jedenfalls zu keinem Ergebnis. Da ist auch nichts. Es scheint auch in keiner dieser Seitenröhren was drin zu sein. Wo diese Pflanzen rauskommen und einen zu überwältigen suchen. Wobei, was natürlich sein könnte, aber ist, das hatte ich schon mal relativ oft in Sigwald, dass man hier in so eine Röhre rein muss. Und danach, wenn man wieder zurückgeht, sich da was verändert hat, Leute. Das gibt's nämlich durchaus, dass man dann in einem anderen Raum ist. Ja, und sich dann, wenn man zurückgeht, da irgendwo Schlüssel und Schlüsselloch finden, das könnte vielleicht noch sein. Aber das scheint hier leider nicht so zu sein. Ha. Wie gesagt, das ist so eine ganz miese Art von Secret Exit, die ich in Sigwald das erste Mal gesehen habe. Also wer darauf kommt, tut er ab. Aha, aber jetzt, wenn man hier ein zweites Mal reingeht, dann haben wir hier das Teil zum Drücken. Ja, und das ist das Rätsels Lösung. Also ich lag mit einem Verdacht gar nicht mal so daneben. Okay, und hier ist es natürlich so ein bisschen langweilig. Ja, und weil es so langweilig ist, müssen wir uns gleich treffen lassen. Oh Gott. Nein! Hilfe! Ihr doofartigen Doofviecher. Boings. Boings 2 und stirb. So, nächster Chuck, auch der kümmert uns nicht. Zack, zack, zack. Zack. So, continue and save. Okay, und jetzt machen wir das kleine Schlösslein, das Fortresslein. Also, ja, ich hoffe dann nochmal sehr, dass wir das in diesem Part hier noch erledigen können, dieses Level. Quatsch, dieses Level mit Sicherheit. Ich meine diese Welt, die gesamte Welt. Die gesamte dritte Welt. Ja, das Level ist ja auch ziemlich popelig einfach, also da kann man einfach so durchrennen. Ohne dass man da irgendwelche Sachen befürchten muss. Irgendwelche Konsequenzen. Das Level ist so einfach wie... keine Ahnung was. Mir fällt jetzt kein Vergleich ein. So einfach wie einschlafen, wenn man müde ist. Keine Ahnung. So. Okay. Jetzt haben wir hier Level Nummer 4. Schön. Okay, wieder mit Secret Exit. Das gefällt mir natürlich ein Ticken weniger, muss man ja sagen. Screen Scrolling Pipes. Die sehen immer etwas hereingehenswürdig aus, um es mal so auszudrücken. Aber wenn das schon der Secret Exit war, dann war ja überraschend einfach. Zumindest für Sigwald-Verhältnisse war der sehr einfach. Ja. Aber auch hier spielt diese Höhlenmusik weiter. Ja, tatsächlich. Also für Secret Exit muss man runter. Und sowas Einfaches führt dann auch noch zur Star World. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay, dann unterlassen wir es diesmal dort lang zu gehen. Hui. Yoshi! Hallo Yoshi! Ah, scheiße. Ich habe ihn gleich eiskalt ermorden lassen. Von einer Fledermaus. Ich bin so böse. Zack, zack. Wobei, kann man hier irgendwo rein? Ich möchte eigentlich keinen Bonusraum verpassen. Ja, hier kann man rein. Ja, und hier gibt es das altbekannte Spielchen, das es schon im Original gab. Mist. Ja, immerhin 2 Leben haben wir gekriegt. Okay.
Hallo Fehler Numero, was weiß ich was. Ja, aber irgendwie sind die Level hier gerade überraschend einfach. Oder ich bin einfach nur gut. Das kann natürlich auch sein. Zack. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Level Number 5. Hui. Hui. Dreifach Hui und zweite Yoshi-Coin. Yay. Oh Gott, oh Gott. Nummer 3. Nummer 4. Warte, kann ich ja eigentlich Leben sammeln? Das fände ich zumindest schön, wenn ich das könnte. Aber nein, es ist ausgerechnet ein einziges Viech zu wenig da. Wie tragisch. So. Okay, wir schaffen locker die Welt. Es sei denn, das Castle ist jetzt unmenschlich schwer, was ich nicht glaube. Aber das ist auch interessant, den Castle Background mit dem Höhlen-Foreground zu mischen. Auch etwas, was ich nicht allzu häufig gesehen habe, sagen wir es mal so. Schöner Tileset-Mix. Zack. Hoch, Hilfe. Ja, und hier? Ja, tatsächlich, Tileset-Mix. Jetzt haben wir nämlich auch Castle-Gedöns hier. Gott, runter mit dir. Zack. Mann! Ja, so verreckt man kurz vor dem Ziel, ganz kurz. Und das dann auch aus Unvorsichtigkeit, Dummheit oder was weiß ich was. So passiert das halt. Okay. Oh. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Pilz nehmen und diesmal richtig. Das war ja eine Blamage. Ich bin hier gestorben. Das geht ja mal gar nicht, bei so einem popeligen Bosskampf zu sterben. Na, wahrscheinlich bin ich einfach zu bereitwillig ins Feuer gerannt. Ups. Und jetzt bin ich hier schon wieder gestorben. Was ist denn hier los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zweimal gestorben bei so einem popelig billigen Bosskampf. Ich glaube, ich spinne. Na, den Käse nochmal. Und wow, das war knapp. Ich wäre jetzt beinahe wieder getroffen worden. Okay. Ja, oder... Ich glaube, ich sollte nicht einfach nicht so sehr hetzen. Einfach Zeit lassen. Ich glaube, Zeit lassen ist hier das A und O. Das ultimative Stichwort des Schaffens oder Nichtschaffens. Okay, hier musste ich ein Power-Up opfern. Ja, und jetzt, wo ich eh wieder klein bin, kann ich wieder den hier machen. So. Plop, plop, plop. Japaner-Quark und bla, bla, bla. Okay, und jetzt haben wir hier diese lustige Musik in der Nachtwelt. Okay, Level Nummer 1. Ja, Nachthimmel und interessante lila Foreground-Palette. Ja. Interessant. Aber das ist hier das beste Stichwort. Interessant. Ich glaube, sowas gab es vorher in Sigworld nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Betonung liegt auf vorher, also Vorteil 14.
Okay, der Sinn dieses Bonusraumes erschließt sich mir nicht, weil da gab es weder eine Yoshi-Coin noch irgendwas anderes. Ja, und ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich schätze mal, die grünen Blöcke kann ich mit den Blöcken kaputt machen. Zack. Oh Gott, Instant Kill Munchers. Ja, hier macht sich das bezahlt, dass man den roten Switch hat. Smeinies stirbt. Und hier macht sich das bezahlt, dass man einen gelben hat. Yoshi! Oh Gott. Wie sieht der denn aus? Der hat sich gerade geduckt und ich bin wieder abgesprungen. Lol, lustiger Grafikbug. Mein Gott, der sieht jetzt ein bisschen verkrüppelt aus. Jetzt sieht er ja immer noch verkrüppelt aus. Oh Gott, was ist denn hier los? Okay. Okay, und jetzt hat Mario auch irgendwie so komisch rumgebackt. Was war denn da los? Ich würde vorschlagen, ein Level machen wir noch. Leute, eins machen wir noch. Ja, interessanter Bug. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wieder gerade in einem Höhlenabschnitt vom letzten Level. Aha! Also, man merke, rechts vom Busch waren diese Münzen. Also, wenn da schon Münzen sind, dann ist das verdächtig. Ja, dachte ich es mir doch. Also, wenn da in Sigworld Münzen sind, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Indikator für Secret Exit ist. Boings und zack. Ich glaube, der normale SMB-Spieler würde da jetzt nicht so schnell drauf kommen, aber für den Sigworld-Veteran, ja, der hat nun mal Erfahrung. Der weiß, dass Sig sowas gerne macht. Zack, zack, zack. Oh Gott, oh Gott. Hui. Und diesmal können wir das getrost ignorieren. Wir haben ja gerade den Secret Exit gesammelt. Ah, hallo Koopa. Und hallo Pitching Chuck Dingsbums Viech. Ich verschone dich diesmal, da hast du Glück gehabt. So. Und solche Viecher sind mit der Feder natürlich auch gar kein Problem. Also ganz entspannt, ganz gechillt. So, hallo Münzis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boinks und fertig. So schnell geht das. Okay, und beim nächsten Part machen wir dann in diesem wunderbaren Geisterhaus der Geister weiter. Bis dann, Tschüssikowski.